For English subtitles, push the subtitles button. Hallo zu einer neuen Folge von Reptil TV. Wir sind hier in San Lucia, untere Antillen, mitten in der Karibik. This is Godfrey. Hier ist unser Snake, unser Bushman Godfrey. Yeah. You know everything about the snakes here. Yeah, no problem with me. Ja. Also, er ist unser Führer hier. Er arbeitet hier mit Schlangen, hat er offiziell eine Lizenz. You have a license to work with the snakes? Yeah, I have a license. Also, er führt uns hier in Busch. Wir machen uns auf die Suche nach der San Lucia Boa, eine der seltensten Boa Constrictor-Arten. Hoffen wir, dass wir glücklich werden. Hier habe ich mein Kamerakind Stella auch mit dabei. Und kann heute nichts mehr schief gehen. Also, let's go. Okay, let's go. Wir sind jetzt hier im Rainforest auf San Lucia. Das San Lucia ist sehr bergig. Also mit höchstem Gipfel bis fast 1000 Meter, ne, dieser Piton. Und das Gute daran ist, dass einfach durch dieses Bergige ist das San Lucia nicht so überlaufen wie jetzt andere Inseln, meinetwegen Barbados oder sowas, wo ziemlich flach ist und wo alles zugebaut ist mit Häusern und Touristen und irgendwelchen Spekulanten und Hotels und was weiß ich was alles, ne, was man so kennt. Da hat der San Lucia eigentlich Glück, beziehungsweise je nachdem aus welcher Sicht man sieht, dass es völlig hügelig ist. Natürlich hat sie auch einiges Tourismus am Meer und Hotels und Häuser, Ferienhäuser, aber halt bei weitem nicht so wie jetzt Barbados oder sowas. So, der Godfrey jagt uns hier so einen Weg, den Berg hoch. Meine Kondition leidet schon etwas, wie ihr an meinem Schnaufen hört. Der rennt hier zu wie aufgeschreckt. Also allein dieser Weg und diese Landschaft, die sind es schon wert, hierher gekommen zu sein. Unser Gottfried erzählt gerade von irgendwelchen Joints und dem Ganja, das sie hier anbauen, dass das super hart und super strong wäre. Aber wir sind hier nicht auf der Cannabis-Ganja-Suche, sondern wir wollen eine Boa, beziehungsweise hier ist auch das Gebiet von den Fear the Lands. Das sind die, früher hießen sie Bottrop Schlegeli, wie heißen sie jetzt? Halt die Lanzenorte, die Fear the Lands, Bottrop Schlegeli früher, gibt es in verschiedenen. Sorry? Okay, Albe. Also er sagt, die ganze Area hier wäre voll mit diesen Fear the Lands. Die Leute hier haben auch ernsthaft Angst vor denen. Also bei uns in der Terroristik sagt man, die sind gar nicht so giftig und halb so wild, aber die haben vorher erzählt, also hier gibt es schon häufig Todesopfer sogar, beziehungsweise unser Fahrer hier, der Marty, den ich euch nachher noch zeige, dem sein Onkel hat wohl einen Arm verloren durch diese Fear the Lands. Also die haben echt ernsthaft Angst hier davor, ne? Auch beim Laufen, man soll aufpassen, wo man hintappt und so. Ihr kennt sie aus den Afrika-Filmen, da haben wir Mambas, Kobras, alles gesucht und die haben immer gemeint, nee, kein Problem beim Rumlaufen. Und hier diese kleinen Lanzenottern, da wird man wirklich laufend davor gewarnt, dass man aufpassen soll. Mal schauen oder hoffen wir, dass wir vielleicht auch eine sehen und finden. Wäre auch interessant zum Filmen. Aber dieser Weg hier, diese Landschaft, die ist schon allein wert, dass wir gekommen sind. Hier haben wir unseren Smarty, unseren Tourguide und Driver. Witzigerweise ist er Nigerianer. Also ich komme hier in die Karibik, um mich von einem Westafrikaner hier rumbringen zu lassen. Ein witziger Zufall, als wir das heute früh rausgekriegt haben. Diese Landschaft, die ist schon der absolute Hammer. Der ganze Trip allein für diese Landschaft ist das absolut wert.
Afrika ist auch schön. Haben wir auch wirklich schon schöne Touren gemacht und schöne Sachen gesehen. Aber hier dieser Busch hier, dieser Weg, der ist gigantisch. Hier haben wir so einen kleinen Bach. Da sind jede Menge ganz hübscher Fische drin. Ich weiß nicht, ob man sie auf der Kamera gut erkennen kann. Aber richtig hübsche, irgendwelche so grundlebenden, also ich kenne sie eigentlich aus der Meerwasseraquaristik, so wie die aussehen. Okay, also hier hat einer seine Gummistiefel versteckt, der da oben, weiß der Herrgott, was anbaut. But it's up there, it's passing to go. Und da hat er einen Weg hoch und eben auf dem Weg, da zieht er hier seine Gummistiefel an, um hier hochzulaufen. Wie gesagt, wegen den Fear the Lens. So next time if we come, we take boots, huh? Yeah. Where them, those, I take you in the hills. With this? With this. Okay, also mit den Gummistiefeln, da kann man hochlaufen. Aber yes. Ohne Gummistiefel. Ich habe Sneakers. Können wir hier, ist hier unten, relativ unten, Ende der Geschichte. So we need to check here along the more easy way to find the snake, yeah? Yeah, no problem. Okay. Also wir suchen jetzt hier die diese Bäume ab hier. Müssen hier wegen die hochklettern. Und das Einzige ist wegen diese Angst vor diesen Fear the Lens, dass da doch einige unterwegs sind. Also die Einheimischen haben echt ernsthaft Angst vor diesen Fear the Lens. Stella meint da oben irgendwas zu sehen, was schlangenförmig aussieht. Wo? Da, also der Baum. Sieht. Ja, gedanklich vergleichen wir es natürlich immer mit den Saboga Boas auf Contadora. Oh Gott, da haben wir einen kleinen Anolis. Ah, schade, weg war er. Ich muss zugeben, dass ich auch Respekt habe wegen den Pflanzenottern. Ich denke, wenn die das alle 5 Minuten erwähnen, dann wird es einen Grund haben. In Afrika stampfen wir immer kreuz und quer, ohne irgendeine Angst, aber hier, witzigerweise, ist das wohl anders. Ja, da sitzt sie auf dem Baum, ca. 3 Meter Höhe. Wer sich an Saboga erinnert letztes Jahr, muss feststellen, dass dieser Baum hier zumindest vertrauenserweckender ist, wie den, wo wir letztes Jahr hoch mussten. So the in the tree there is no Fear the Lens or something, no? No, it's on the ground get that. Also die Pflanzenottern sind nur auf dem Boden, im Baum sind wir sicher. Jetzt müssen wir schauen, wie wir die da runter bekommen. Now we take it down to make some pictures. Ja, jetzt holen wir sie runter, dass wir noch ein paar Bilder machen können. Dann lassen wir sie wieder los. Finde ich schön, wie die hier vor der Kamera post. Upsa. Don't let her go. It's okay with me. No worry. Okay. Just have the photo, I go handle it back.
Also schöne, schöne Boa hier. Ich schätze mal so 1,50 Meter lang ungefähr. Normally when you catch them, they bite. Ah, yeah. Yeah, yeah, yeah. See, very aggressive, eh? Yeah. But sie versucht zu beißen, man hört sie fauchen. But it's not poisonous. Aha. You say you want to let her go? Yeah. I have a next one left. Also er will sie gleich abhauen lassen. Let it go. Also wir sehen, es sind schon gute Kletterer. So the normally the boa most of the time is in the trees, or you find them sometimes on the ground, or is different? Is big one I get on the ground, not the small one like this. Someone like this, I get them on trees. Uh-huh, and the very big, like the female or so? I get them on the ground. Okay, also. And you see a difference in the time of the year, sometimes in the tree and sometimes more in the ground, or is all year the same? Sometimes I get the difference on the ground, sometimes I get them on the trees. But this one is a young one. Eh? This can be much bigger than that. This is a young one? Yeah, a baby one. Okay, also die war jetzt so 1,50 Meter. Er bezeichnet die als Baby noch. Jetzt interessant, die Vögel, die geben jetzt Alarm. Ne? Die Boa ist da oben bei den Vögeln und die machen Alarm. Also die Boa hören und sehen. Sitzt sie da oben, unsere Hübsche. Freut sich, dass wir sie haben wieder rennen lassen. So, also steigen wir wieder ab. Gottfried voraus. Barfuß, wie sich's den anständigen Buschmann gehört. Unsere, ja, noch ein kurzer Blick für unsere Hübsche. Die macht sich jetzt vom Acker und denkt sich nur weg von den Idioten hier. Also für alle Bottrops, Halterpfleger, Terrarianer, das ist hier so das Bottrops Biotop. Diese Blätter, ich denke, das erklärt auch die verschiedenen Farben von diesen Schlägelis, weil sich einfach halt tarnen wie diese Blätter. Ne? Und sich aber interessanterweise, ich dachte, das wären eigentlich eher Baumbewohner, aber sich doch am Boden aufhalten, laut den Einheimischen hier. Ja, wir waren erfolgreich. Wir haben ein Tier im Busch gefunden. So this one you catch this morning, you say? Yeah, this one I've been eating. I catch it by close to my place. So the people, they call you snake man. Yeah. No, yeah. And if they see a snake, they call you. Yeah. To come and catch it. To catch it. Yeah. Okay. This is why you know all the places, the area. Mm-hmm. Also die hat da. So this was this morning, yeah? Today, yeah, in the morning? This morning. Okay, and so they it's they're always kind of aggressive if you catch them, huh? When you catch them. Okay. Ja, das war's. Wir waren erfolgreich. Wir haben eine der seltensten Boas gefunden in the wild und wir haben sie hier nochmal von nahen zum Filmen. So what do you do with these later? You release them or what? Yeah, I release them, I put them in the cage. When I get up in the morning, I take them, I put them in the bag. Uh-huh. Go and hustle with them. Going what? Go and hustle. Give the tourists to see it. Ah, okay. Bring for the tourists to see it and then give them money. Die hat er zum die Behälter. So you keep this one for you? Yeah. Okay. Liebe Boa-Freaks in Deutschland, eine San Lucia Boa. Sieht so aus. Let me see the tail.
It's quite easy, it's very dark. The boas always, they are dark like this, the big ones, or they become dark? The big ones mostly lying on the ground. When they lying on the ground like that, they sit dark. Okay. Oh, when they, the big ones, you say, they are more on the ground and then they're more on the ground than on top of trees. The small ones that go on top of trees, the big ones stay on the ground. Okay, also die Großen sind am Boden. So this is why maybe they change the color more darker? Yeah, I think so. Also die Großen leben mehr. Let me show the backside to see the color very... this is the belly. Show me the other side to see the color more better. And they sometimes they become more big, like because this is slim, it's kind of slim, they get this, bigger. This one is a small one. This is coming much bigger than that. Yeah, some get much bigger? Much bigger than that. This is a small one. You know if it's male or female, boy or girl? It's a female. Where you know from? From? From the tail? From the tail there. Okay, yeah. Also nochmal hier schön das Muster filmen. Also ich betone nochmal ausführlich, dieses Tier hier hat er, das will er behalten. Will er für sich, das hat er wohl als zum Geld verdienen sozusagen, die Leute zum Fotos machen. Das Tier, das wir hier im Wald gefunden haben, das ist wieder oben auf dem Baum. Das haben wir nicht symbolisch rennen lassen, das ist definitiv im Wald und weg. Das Marty verlässt wieder unser Bild, kein Problem. Ja, das war's für heute. Wir waren erfolgreich. Ich hoffe, es war interessant für euch. Es hat euch gefallen. Bleibt uns treu und checkt my balls und checkt die San Lucia Boas. Thank you. You're welcome, my friend. Let's go. Conny, du musst entweder zu uns. You want to talk instead? No. Not me. Talk to me. Hey, was ist denn das? Fuck. Hier haben wir so einen hübschen Wasserbach, Wasserlauf. Wasserfall. Quatsch. Hat einen schönen Wasserlauf.